Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn es dir jetzt hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem supporten. Außerdem checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf den Twitch-Kanal. Lasst dort gerne ein Follow da. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Wir haben heute den dunkles Dino-Kommando-Skin wieder im Shop. Der hat zwei Stile, einmal Standard und dann Violett. Ist kein Stil von der vom ursprünglichen Dino-Kommando-Skin, was ich eigentlich fast ein bisschen schade finde, weil der ursprüngliche Dino-Kommando-Skin eben halt ein legendärer Skin war, soweit ich weiß. Das ist jetzt eben halt nur ein blauer Skin und dafür, dass es im Prinzip genau das gleiche ist, ist das so ein bisschen schade, dass man das nicht als Stil gemacht hat. Selbiges bei diesem Skin, auch wieder die zwei Varianten, kostet auch nur 1200 V-Bucks. Dann gibt es dazu die dunkle Dino-Knochen-Spitzhacken, auch relativ günstig mit nur 800 V-Bucks wieder. Als nächstes haben wir dann den Fate-Skin mit dem Schicksalsrahmen-Spitzhacke, dann der Spaltflügel-Gleiter, dann haben wir noch den Berchi-Skin in Standard-Variante mit Jacke einmal, dann in Schimmernd und ohne Jacke und dann nochmal Schimmernd und mit Jacke. Als nächstes haben wir dann dazu die kleine Happenspitzhacke. Dann haben wir den Cloaked Star Skin. Ja, den Fokus. Die Lotus-Stern-Lackierung dann. War auch schon seit einer etwas längeren Zeit nicht mehr im Shop drin. Ist animiert, sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir Elektro-Shuffle. War auch schon seit einer deutlich längeren Zeit nicht mehr im Shop drin. Als nächstes dann den Wellengang-Emote. Und heute neu den Poki-Emote, der, ich glaube, Poki-Main. Ist auch irgendein, ich glaube, TikTok-Künstler, but I don't know, ist auf jeden Fall irgendein Künstler, der aber, glaube ich, nichts wirklich mit Fortnite zu tun hat. Ist auf jeden Fall ganz nice, der Emote, kostet 500 V-Bucks, entspricht im Prinzip einem blauen Emote, ist dafür vollkommen in Ordnung. Das war's mit dem heutigen Shop-Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, ciao.